Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Yvonne, dein Business-Medium und heute geht es um die 5 Ängste, die dich daran hindern, deine Komfortzone zu verlassen und mit deinem Traumbusiness, deiner Berufung wirklich durchzustarten. Diesen Input habe ich gestern in der Facebook-Gruppe bekommen. Vielen Dank an dich, die du mir diese Anregung gegeben hast, die du so offen warst, deine Ängste mit uns zu teilen, denn du bist damit wirklich nicht allein. Ich glaube, wirklich fast jeder von uns hat zumindest eine, aber wahrscheinlich sogar so ziemlich alle dieser 5 Ängste, die uns wirklich zurückhalten. Und ich gehe die einmal durch und versuche die so gut es geht zu entkräften, damit du weiter mit Leichtigkeit weitergehen kannst, damit du wirklich dein Traumbusiness leben und erreichen kannst und damit wirklich erfolgreich durchstarten kannst. Angst Nummer 1 ist die Angst vor dem Scheitern. Also wir haben, glaube ich, so ziemlich alle die Angst davor, wenn wir rausgehen, wenn wir unsere Komfortzone zu verlassen, dann besteht die Gefahr, dass wir scheitern. Da gibt es nichts schön zu reden, es gibt keine Garantie dafür, was passieren wird. Es ist nur, wenn du deinem Herzen folgst, wenn du wirklich deiner Berufung folgst, wenn du wirklich auch enthusiastisch daran gehst, wenn du mit Leidenschaft dabei bist, wenn du aber auch daran arbeitest, das ist nicht zu vernachlässigen, nicht unter den Tisch zu kehren, dann ist die Wahrscheinlichkeit schon sehr groß, dass du die passenden Leute anziehst, dass du erfolgreich wirst. Allerdings, hol dir mal her, warum hast du Angst vor dem Scheitern? Was würde das bedeuten? Meistens haben wir nur 2 Ängste, die dahinter stecken, und zwar, dass wir dann nicht mehr so geliebt werden, weil wir was vermeintlich falsch gemacht haben. Und der andere Grund ist eben, dass wir dann nicht mehr so ein hohes Ansehen haben. Wir müssen uns schämen. Und Scham ist sowieso für mich eins der schlimmsten Gefühle, denn es ist keins, was von innen herauskommt, sondern Scham ist ein Gefühl, was uns auferlegt wird durch gesellschaftliche Normen, durch Glaubenssätze, durch Medien, also durch schulische Erziehung, durch alles, was von außen kommt, wird uns das auferlegt, du musst so oder so sein und wenn du das nicht bist, musst du dich schämen. Und dann werden wir wie gelähmt. Und das ist wirklich ganz stark vorherrschend hier in unserem deutschsprachigen Raum. Denn schau mal nach Amerika, schau mal in die USA. Da gehört wirklich einmal bankrott zu sein oder auch mehrmals bankrott zu sein zum guten Ton dazu. Das bedeutet, man hat schon was getan, man ist gescheitert, aber man lernt daraus und man kann schlauer und besser mit mehr Erfahrung weitermachen. Und das ist, finde ich, ganz wichtig, denn wir sind ja hier, um uns weiterzuentwickeln. Überhaupt, wir sind überhaupt dafür auf dieser Welt, damit wir noch in einen höheren Bewusstseinszustand kommen, damit wir das nächste Level erreichen. Ich sehe das Leben ganz oft wie ein Computerspiel und da ist es eben ganz wichtig, dass man auch mal irgendwie scheitert, dass man auch mal eine andere Erfahrung macht, eine nicht so ideale Erfahrung, dass man wirklich daraus lernt, dass man weiterkommt, dass man eben nicht perfekt ist. Dazu kannst du dir auch mal mein Video anschauen, zu welche Gründe es hat, dass man nicht perfekt sein sollte. Also das ist der erste Grund. Hinterfrag, woran liegt es bei mir, dass ich solche Angst vorm Scheitern habe? Ist es vielleicht was Fremdbestimmtes? Ist da eine gewisse Scham? Und was wäre, wenn? Ja, schlimmster Fall, was wäre, wenn ich scheitern würde? Was wäre, wenn es da nicht klappen würde? Dann kannst du mit was anderem weitergehen, dann kannst du daraus lernen und eine bessere Version erschaffen. Das ist ganz fantastisch. Also nutz jede Chance, das heißt nicht, du musst scheitern, aber ich will dir nur sagen, im schlimmsten Fall, wenn du scheiterst, bist du immer noch du. Du bist immer noch liebenswert, du bist immer noch fantastisch, du brauchst dich für nichts schämen. Und damit kommen wir zur zweiten Angst, die ein kleines bisschen damit in Verbindung steht, und zwar die Angst davor, falsche Entscheidungen zu treffen. Was ist, wenn ich rechts gehe und hätte links gehen sollen? Was ist, wenn ich hochgehe und runtergehen hätte gehen sollen? Ja, was ist, wenn ich eine falsche Entscheidung treffe? Und dazu möchte ich einmal sagen, natürlich verwende ich auch die Wörter richtig oder falsch. Aber in dem Sinne gibt es richtig oder falsch nicht. Denn es ist immer eine Sache der Betrachtung. Es ist immer eine Frage des Standpunkts. Wenn ich jetzt hier sitze und zu dir sage, da ist rechts, sagst du, die oder der du mir gegenüber sitzt, das stimmt nicht, das ist links für mich. Und wir haben beide recht und das zeigt, es ist eine Sache des Standpunkts, weil ich einen anderen Standpunkt in dem Fall habe als du. Das heißt, es hängt immer stark davon ab, wie wir eben erzogen wurden, was wir für Glaubenssätze haben, was wir für Begrenzungen im Kopf haben. Dieses richtig oder falsch, dieses dogmatische, dieses Regeln aufstellen, das ist das, was uns eingrenzt, was uns in gewisser Weise behindert im Vorwärtsgehen. Und wenn wir schaffen, diese Grenzen loszulassen, wenn wir es vor allem schaffen, nicht alles zu deklarieren und alles zu bewerten, dann wird es leichter. Also wenn irgendwas passiert, wenn du sagst, okay, diesen Kunden habe ich jetzt nicht gewinnen können, dann ist es eine Wertung. Dann machst du dich damit schon fast ein bisschen fertig. Ich habe es nicht geschafft, ich bin so schlecht. Wenn du aber sagst, der Kunde hat nicht gekauft, Punkt, dann ist es erstmal eine Tatsache. Damit ist es keine Bewertung, dass du ein schlechter Verkäufer bist oder dass der Kunde doof ist oder sonst irgendwas. Damit ist es nur eine Tatsache und damit kannst du wieder optimieren. Und das ist ganz wichtig. Hör auf, alles zu bewerten und dann ist dieses richtig oder falsch nicht mehr so gewichtig, wenn es das dann überhaupt gibt. Und wieder ganz wichtig, auch wenn du... Also wir glauben oft im Nachhinein, Entscheidung war jetzt falsch.
Aber wir wissen es nicht, ja, denn wir sind ja nicht den anderen Weg gegangen. Wir wissen nicht, was unser unterwegs gelauert hätte. Und manchmal müssen wir auch dem Universum die Chance geben, uns ein bisschen leiten zu lassen und führen zu lassen. Ich habe längere Zeit mal damit gehadert, dass ich zu lange Musik studiert habe und jetzt was ganz anderes mache. Und dann bin ich aber erst mit der Zeit darauf gekommen, dass ich überhaupt erst durch das Musikstudium meine medialen Fähigkeiten geöffnet habe und überhaupt erst in diese Richtung gekommen bin. Das hätte ich ohne die Musik nicht geschafft und deswegen war dieser vermeintliche Umweg genau richtig für mich. Also aus diesem Grund, bewerte nicht zu viel, sondern schau nur, was ist der Ist-Zustand, wo bin ich, wo möchte ich hin, wie kann ich da hingelangen. Ja, und sei da wertfrei und wie gesagt, du bist immer noch toll, du bist immer noch lebenswert, auch wenn du glaubst, dass mal die eine oder andere Entscheidung nicht ideal war. Der dritte Punkt ist, dass wir davor Angst haben, dass unser Traum vielleicht nicht der Realität standhalten könnte in der Realität. Ja? Also wir haben einen Traum und den träumen wir vielleicht schon so lange. Was wäre jetzt, wenn wir diesen Traum erleben würden? Und was wäre, wenn der uns dann gar nicht so gut gefällt? Man muss ja realistischerweise mal sagen, solange wir diesen Traum nicht erreicht haben, wissen wir nicht, ob uns gefällt. Also wenn dein Traum ist, eine Finca auf Mallorca zu haben, weißt du erst, ob es dir gefällt, eine Finca auf Mallorca zu haben, wenn du es auch hast. Das ist ganz wichtig. Oder wenn du überhaupt mal dort warst und weißt, ob dir die Insel überhaupt gefällt. Vorher ist es eben ein Traum und du kannst nicht hundertprozentig sicher sein. Aber, und das ist ganz wichtig, wenn du auf deine Intuition hörst, wenn du auf dein Gefühl hörst, wenn du deine Berufung gefunden hast und das, was dir wirklich diese Lebensfreude verschafft, was dir diese Energie gibt, was dich dazu bringt, am Morgen eine Stunde früher aufzustehen, dann ist die Wahrscheinlichkeit schon sehr hoch, dass es auch wirklich dein Traum ist, der dich zur Erfüllung bringt. Und auf dem Weg muss man immer wieder arbeiten. Und auf dem Weg kann es eben auch sein, dass wir mal vom Kurs abkommen. Und das ist auch in Ordnung. Vielleicht stehst du heute hier und der Traum ist dort. Und dann gehst du einen Weg und du verwandelst dich, du veränderst dich, du wirst vielleicht mehr zu dir selbst oder du bekommst neue Ideen oder neue Anregungen und plötzlich ist der Traum eben nicht mehr derselbe. Und das ist auch in Ordnung. Deswegen bist du kein schlechterer Mensch, nur weil sich dein Traum verändert. Mein Traum war, wie gesagt, immer auf der großen Bühne mit der Musik zu stehen. Der Traum hat sich gewandelt. Ja, jetzt ist es nicht mehr mein Ziel, jetzt ist es nicht mehr meine Erfüllung. Jetzt ist meine Erfüllung, Menschen zu arbeiten, Menschen weiterzubringen. Und das ist ganz fantastisch, denn das macht mich glücklich. Deswegen bin ich kein schlechterer Mensch, weil ich jetzt mal meine Entscheidungen überarbeitet habe und die mich jetzt irgendwo anders hingeführt haben. Deswegen lass dich auch ein bisschen leiten, lass dich führen, sei nicht zu streng mit dir und wirf diese ganzen Glaubenssätze, die du irgendwo aufgenommen hast, dass wir dann nicht so viel Charakter haben, wenn wir oder dass wir sprunghaft sind oder sowas. Nein, du hast das Recht, deinen Traum zu finden, deinen wahren Traum zu finden. Und wenn du unterwegs merkst, es ist vielleicht gar nicht so sehr meins, dann darfst du auch mal korrigieren. Das ist vollkommen legitim, das macht das Leben auch spannend. Und um mal ehrlich zu sein, was hast du davon, wenn du mit 20 schon absolut am Ende angekommen bist und noch die nächsten 40, 50 Jahre, wer weiß, wie lange wir bis dahin arbeiten müssen, dann immer dasselbe machst. Ja, also wir sind sowieso immer in einem Entwicklungsprozess drin und da wird der ein oder andere Traum eben mal variieren und das ist auch spannend und schön und wenn wir am Rande dabei sind mit dieser hohen Rentengrenze, ja, dann ist es sowieso fantastisch, wenn du deine Arbeit gar nicht wirklich eine Arbeit ist, sondern deine Berufung und deine Freude. So, das war der dritte Punkt, jetzt schauen wir auf den vierten und zwar die vierte Angst ist ganz oft, sich zeigen zu müssen. Jetzt ist nicht jeder von Natur aus, ich sag's einfach mal so, eine Rampensau und steht gern auf der Bühne. Manche trauen sich auch nicht zurecht. Hängt auch ein bisschen vom Business ab, wie stark das akzeptiert ist in der Gesellschaft. Also wenn du Arzt bist oder so, zeigst du dich wahrscheinlich lieber oder gibst sogar mit deinem Beruf an, als wenn du jetzt zum Beispiel irgendwie in der spirituellen Branche arbeitest, was noch nicht ganz so akzeptiert ist, auch wenn es immer ein größerer Bereich wird, auch wenn es mit dem Coaching-Bereich einer der schnellst wachsenden Business-Bereiche ist überhaupt, ja, also da sieht man schon, das Interesse wächst, die Kunden wachsen, der Kundenkreis wächst, also es ist absolut auch legitim, ja, ich darf das sagen, weil ich ja eben aus dem Bereich komme und nichtsdestotrotz, ja, ist dieses sich zeigen eben doch immer in gewisser Weise eine Hürde, weil in dem Moment, in dem du rausgehst und dich zeigst und deine Meinung sagst, ganz klar bist du angreifbar. Und das ist in Ordnung, ja, denn je mehr du gesehen wirst, desto mehr sind eben auch mal Leute dabei, denen es nicht so passt. Aber lieber gehst du gleich raus, zeigst, was deine Meinung ist, wie dein Standpunkt ist und dann können die Leute selber entscheiden, gefällt mir die, wie die da so redet und was sie da so macht und was sie für eine Meinung hat oder nicht. Wenn es nicht gefällt, dann gehen sie im Idealfall wieder. Wirklich seltenst, muss ich sagen, das ist mir wirklich so gut wie gar nicht passiert, das kann ich in einer Hand abzählen, wenn ich mal angefeindet wurde. Aber dann bieten die Social-Media-Plattformen, auch wenn es auf deinem eigenen Kanal ist, die Möglichkeiten, das irgendwie auszublenden, den
rauszuwerfen oder sonst irgendwie. Es gibt da viele Möglichkeiten, da brauchst du dir keine Sorgen machen. Und es ist auch nicht schlimm, ja. Du brauchst nicht alle erreichen, du musst nicht jedem gefallen. Im Gegenteil, lieber gefällst du nur denen, zu denen du auch wirklich passt, denn das werden mal irgendwann deine Idealkunden, die passen perfekt zu dir. Mit denen hast du Freude, für die bist du eine Bereicherung und umgekehrt hast du sehr viel eben Spaß dabei. Das heißt, geh raus, zeig dich und freunde dich mit dir selbst an. Als ich angefangen habe, Videos aufzunehmen, fand ich es schrecklich. Ich konnte mich nicht sehen, ich konnte mich nicht hören. Ich habe mir nicht ein Video nochmal angehört, weil ich es so grausam fand, meine Stimme zu hören. Und ich habe mich mit mir angefreundet. Und das ist gut so und das ist schön so, denn ich komme immer mehr in die Selbstliebe und je mehr Selbstliebe ich empfinde, desto erfolgreicher werde ich auch. Und ich habe Freude an mir und im Leben und ich genieße es einfach jeden Tag. Deswegen kann ich dir nur empfehlen, geh raus. Denn die Hürde musst du wirklich nehmen. Wenn du in irgendeiner Form mit deinem Traumbusiness vorankommen willst, musst du dich zeigen, denn du machst dein Business aus. Du bist einzigartig, du ziehst auf einzigartige Art und Weise Kunden an und du machst den Unterschied aus, auch zu anderen. Deswegen geh raus, zeig dich, du hast nichts zu verlieren und du wirst mit der Zeit merken, es gibt viele, denen du auch genauso gefällst, wie du bist und das ist entscheidend. Ja? Was da manchmal noch ein bisschen mitschwingt bei dieser Angst, dich zu zeigen, ist eben auch von der eigenen Familie oder Freunde einen dummen Kommentar zu bekommen. Ganz wichtig, wenn das kommt, wenn dich irgendjemand in irgendeiner Form bewertet oder mit seiner Bewertung auch entwertet, dann bedeutet es nur, dass er in diesem Punkt getriggert wird, dass er einen Schmerzpunkt hat in diesem Bereich und dich deswegen runterdrücken will. Nehmen wir das Beispiel, du lebst jetzt deinen Traum, du bist total glücklich mit dem, was du tust. In dem Moment müssten die Menschen um dich herum irgendwie akzeptieren oder anschauen, okay, wie macht sie das oder wie macht er das? Könnte ich das vielleicht auch? Könnte ich vielleicht auch noch was in meinem Leben verändern? Und in dem Moment gefährdest du ihre Komfortzone. Und viele wissen sich leider nicht anders zu helfen, als dann zu attackieren. Ich möchte aber nicht vorwegnehmen, dass es auch Menschen gibt, die dann auch mitziehen, die sich da auch öffnen und denken, oh toll, wie hast du das gemacht? Erzähl mir mal genauer. Ich möchte das nicht zu pauschalisieren, aber es ist ganz oftmals doch auch, mir hat ein Mann erzählt, der lange in Australien gelebt hat, der hat gesagt, das ist der Unterschied. Dort, wenn da jemand kommt, ein großes Auto fährt, kommen alle und fragen, wie hast du das geschafft? Wie kann ich das auch erreichen? Und hier wird man dann eher angefeindet oder es wird gelästert hinterm Rücken oder es gibt mehr Neider. Wie gesagt, es sind nicht alle gleich und allein die Tatsache, dass du hier mein Video anschaust oder in meiner Gruppe bist, zeigt schon, dass du da aus anderem Holz geschnitzt bist, offen bist, dich weiterentwickeln möchtest und das ist ganz wichtig. Nimm die Dinge nicht so persönlich. Denk immer dran, du bist wundervoll und wenn dich jemand attackiert, dann ist es meistens sein eigener Schmerzpunkt, dann ist es sein eigener Mangel, sein eigener Minderwert und der hat ganz oft nichts mit dir zu tun. Wenn dir das richtig, richtig wehtut und dich triggert, dann gibt es noch einen Schmerzpunkt bei dir, dann ist noch irgendwo ein traumatisches Erlebnis, irgendwo ein Glaubenssatz, dann solltest du genauer hingucken, ansonsten kannst du das abschütteln und weitergehen. So, und der fünfte und letzte Punkt ist, die Angst davor, in die wahre Größe zu kommen. Warum haben wir diese Angst? Weil unser ganzes System alles darauf abzielt, uns klein zu halten. Nicht immer, aber manchmal auch schon die Eltern, weil sie es nicht besser wissen, weil sie es nicht anders kennen, weil sie es von ihrer Kindheit her so kennen. Das ist nicht böse gemeint, ja, sondern das sind so unterbewusste Mechanismen, die da ablaufen, dass die in gewisser Weise dich nicht so gesehen haben, wie du wirklich warst, dass sie dich in eine Schublade gezwängt haben, dass sie eben durch den Filter ihrer Kindheit geschaut haben, dass du da eben schon klein gehalten wurdest. Dann, wie gesagt, dieses ganze Schulsystem, dass es darum geht, uns wie Herdentiere einförmig zu machen, was schon lange nicht mehr dem Stand der Dinge entspricht, aber da hast du wahrscheinlich sowieso schon deine eigene Meinung drüber. Das drückt uns runter, das lässt uns nicht frei, uns unsere wahre Größe entwickeln. Dann kommen manchmal eben Freunde, sonst irgendwie die Umgebung dazu, die uns zurückhält. Ich will da niemandem Vorwurf machen, denn wir sind selbst für uns verantwortlich. Du bist für dein eigenes Glück verantwortlich. Du bist der Chef oder die Chefin in deinem eigenen Universum. Deswegen darfst du selber die Entscheidung treffen, du darfst selber weitergehen. Und dann kann ich nur sagen, seine wahre Größe zu entdecken, festzustellen, wie toll man ist, festzustellen, dass man wirklich was kann, dass man wirklich in einem Bereich Menschen helfen kann, dass man mit seinem Produkt oder seiner Dienstleistung eine Bereicherung ist. Das ist ganz fantastisch und daran kannst du wachsen. Du brauchst nicht von heute einen Sprung von 0 auf 1000 zu machen, sondern du kannst langsam organisch wachsen, das ist wunderbar und immer wieder erkennen, wie toll du bist. Dafür gibt es eine ganz fantastische Übung, und zwar, dass du dich einfach selbst lobst. Wenn du was Tolles machst, sei nett zu dir, lob dich selbst.
Denn wir werden so konditioniert, dass wir nicht nett zu uns sind. Dass wir eher mal sagen, du Idiot, was hast du jetzt wieder gemacht zu uns selbst? Anstatt zu sagen, das hast du toll gemacht. Ah, jetzt hast du jemanden angelächelt, der hat einen schöneren Tag dadurch. Super, ja. Jetzt hast du was schön gemacht, was Gutes gemacht bei der Arbeit. Sehr gut. Jetzt hast du was Leckeres gekocht für deine Kinder. Fantastisch. Jetzt war ich gerade ganz tief und entspannt in meiner Meditation. Super, wie ich da abschalten konnte. Lob dich selbst. Es fühlt sich anfangs komisch an, weil wir es eben nicht gewohnt sind. Aber es ist fantastisch, es wärmt dich von innen und es gibt dir den Mut, aus deiner Komfortzone herauszukommen und wirklich mit deinem Traumbusiness durchzustarten. Wenn du jetzt noch an dem Punkt hängst, dass du sagst, ich weiß gar nicht wie, wo, was, ich weiß vielleicht noch nicht mal meine Berufung oder ich weiß nicht, wie ich da starten kann, dann kontaktiere mich doch gerne. Du kannst mir, am besten kommst du über das Kontaktformular, dass du schon ein bisschen was über dich erzählst und dann werde ich dich kontaktieren, werde ich dich anrufen, dann können wir gemeinsam unverbindlich kostenlos eine Beratungssession machen und schauen, wie auch du in dein Traumbusiness starten kannst. Ich danke dir fürs Zuschauen. Wenn dir das Video gefallen hat, abonnier doch meinen Kanal, dann bekommst du alle Videos mit. Und wenn du noch nicht in meiner Gruppe bist, tritt dort noch bei. Dann können wir in Kontakt bleiben, dann kannst du verschiedene Ideen und Anregungen mitnehmen und auch mit deinem eigenen Traumbusiness so glücklich werden, wie ich es bin und wie es viele von meinen Coaches und viele von meinen Kunden und Klienten geworden sind. Und dann freue ich mich, von dir zu hören. Alles Liebe, bis bald, deine Yvonne.